So, ihr geht in die Bayern Cloud und von der Bayern Cloud geht man hier auf MEBIS und dort finden sich die ganzen Klassenmebisse. Beim MEBIS geht ihr auf dieses Symbol und dann klappt sich da was aus und dann geht ihr auf Schreibtisch. Und dann habt ihr die Möglichkeit hier bei Suchen den Klassenkurs einzugeben. Bei mir ist es die 11D, dann halt die 7A oder sonst irgendwas und auf Suchen klicken. Das ist unsere Schule. Und da ist sie schon. Das ist also unser, das 11D Klassen, MEBIS. Das suche ich, klicke drauf. Jetzt gibt es die Möglichkeit der Selbsteinschreibung. Den Schlüssel kriegt ihr von der Kollegin. Und dann auf Einschreiben gehen und schon seid ihr drin. Das ist jetzt der Klassenkurs von der Klasse 11 Dora. Reingehen, nach unten scrollen. So. Jetzt hier, ich gehe natürlich auf die Physik und das ist leer. Auf die Physik gehen, auf Bearbeiten einschalten, sonst passiert nichts. Und dann hier unten, also nicht da oben, sondern da unten, auf Aktivität und Material anlegen. Und dann ist es ja mit Bearbeiten und Physik, dann kann ich in meinem Physikbereich etwas hineinstellen. Und von diesen ganzen Lego-Steinen, ich gehe mal auf die empfohlenen und dann auf Text und Medienfeld, das ist das Wichtigste. Hier kann ich jetzt schreiben, so Hallo 11D und speichern anzeigen. Und dann steht, unter Physik steht Hallo 11D. Als nächstes auf die drei Punkte, weil Hallo 11D ist zu wenig, ja, soll ein bisschen Spaß machen. Und da kann ich jetzt Einstellungen bearbeiten. Und jetzt kann ich zum Beispiel einen Link reingeben. Ich kann den Link einfach so reinkopieren oder ich kann markieren und dieses Kettensymbol bedeutet auch Link. Dann kann der 11D verschiedene Links geben und dann wieder speichern und zum Kurs und dann ist es drin. Die 11D hat verschiedene Links. Nächstes, also wieder Material anlegen. Was ich oft brauche, ist so ein Abgabeordner, also wieder empfohlen. Aufgabe heißt es. Und dann klicke ich drauf, Name der Aufgabe. Ihr müsst hier irgendwas abgeben, hochladen, also nach unten scrollen. Bei allen Einstellungen kann ich denen so ein Datum geben, wann es abgegeben werden muss und dann wieder speichern und fertig. Dann haben die sowas. Das dritte, was ganz spannend ist, also wieder Aktivität, dann bei alle und ganz nach unten, bis man Verzeichnis findet. Hier kann ich so 20 Word-Dokumente den Schülern reinschmeißen und die finden das und können es downloaden. Das geht auch parallel mit dem Werkzeug Drive, also völlig unabhängig von MEBIS. Also jeder überlegt sich, was gerade praktischer ist. Verzeichnis ist so schön in MEBIS eingebunden und Drive ist vom Workflow einfach, geht es schneller. Und die Grundidee ist, die SchülerInnen, die gehen jetzt also rein in MEBIS, dann auf die MEBIS-Lernplattform, dann auf den Klassenkurs und finden dann die Physik. Und dort finden sie einen Link zum Beispiel auf meine Hilfevideos und so weiter und finden alle Aufgaben und so weiter. Also es ist klar, wo sie irgendwas suchen müssen. Der Pfad ist immer der gleiche und damit wird alles immer irgendwann gefunden. Ich kann auch. Das hier ist auch ein MEBIS. Ja? Ich habe für die 11D habe ich ein extra MEBIS gemacht. Ich kann ja von hier einen Link setzen auf mein eigenes MEBIS, wenn ich mit ein bisschen Text und ein paar Aufgaben nicht zurechtkomme, wenn ich etwas Größeres baue. Ich kann auch von hier einen Link setzen auf Taskcards oder auf eine Webseite oder. Aber wichtig ist, dass dieser Weg immer klar ist, damit nicht jeder Lehrer irgendwo im Internet irgendwas hat und die SchülerInnen sich das irgendwo hinschreiben müssen. Der Weg soll es einfacher machen. Parallel dazu habe ich einen Chat, ja, im Messenger für meine 11D. Da kommen halt die schnellen Sachen rein, so, hallo, morgen machen wir das und das. Und über diesen Weg, über diesen MEBIS-Weg, das sind die Links, die für das ganze Jahr interessant sind. Ich habe auch unter Drive, habe ich für die 11D auch so einen Drive-Ordner, weil ich eben so 20 Fotos, die schmeiße ich lieber in Drive, kann man auch in MEBIS machen, aber finde ich jetzt in Drive ein bisschen passender. Mein OneNote-Notizbuch ist unter Teams, das kann ich nicht verlinken, aber da steht hier ein Text. Ja, also unter Physik finden die den Text, Hallo, guck in Teams und da ist OneNote. Und eben hier die Hilfevideos und hier ist ein Link auf diesen Drive-Ordner. Ja, das sind die Looping-Aufgaben vom Oktoberfest. Und so finden alle alles. Und wenn wir uns da so ein bisschen an diese Spielregeln, also wenn möglichst viele von uns das so machen, dann wird es für die SchülerInnen einfacher.